In Österreich gibt es etwa 375.000 Honigbienenvölker mit Millionen Arbeiterinnen. Im Frühsommer kommen pro Stock einige hundert Männchen dazu. Sie sind deutlich größer und haben keinen Stachel. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, Jungköniginnen zu begatten, die zu dieser Zeit auf Brautflug sind. Ihr Nutzen ist nur von kurzer Dauer. Bereits Ende Juni werden die Drohnen nicht mehr im Inneren des Stocks geduldet. Die geschwächten Männchen sind leichte Beute für zahlreiche Räuber, wie den Goldlaufkäfer. Ein Biss in den Flügelansatz und die Mahlzeit kann nicht mehr entkommen. Nicht nur Honigbienen, auch manche der wilden Verwandten profitieren von der Nähe zum Menschen. Im Stall gibt es Wildtiere, die sofort auffallen, wie etwa die Rauchschwalben, deren Bestände zurzeit stark zurückgehen. Viel leichter zu übersehen sind kleine Tiere, wie die Pelzbienen. Sie schätzen das warme Stallklima und Wohnlöcher finden sich hier im Überfluss. Eine Rosskastanie im Hof deckt die kulinarischen Notwendigkeiten ab. Auch Kastanien nutzen die Sprache der Farben. Die gelben Blüten sind voll mit Nektar und Pollen. Rot bedeutet Blüte alt, Anflug lohnt sich nicht. Doch die alten Blüten haben noch eine Aufgabe. Sie helfen mit, Besucher aus der Ferne anzulocken. Alte Häuser bieten vielerlei Unterschlupf. Im Holzpfosten des Zaunes hat eine Wollbiene ihr Quartier. Sie liebt die Blüten des Heilziests, der auf Feuchtwiesen gut gedeiht. Nadelspitze Dornen am Ende des Hinterleibs kennzeichnen das Männchen. Die Wollbiene ist die aggressivste heimische Art. Zwar nicht dem Menschen gegenüber, dafür aber jedem Insekt, das sich ihrem Revier nähert. Ein Taubenschwänzchen ist allerdings eine Nummer zu groß für einen Rivalenkampf. Eine Honigbiene wagt den Anflug. Überrascht bleibt ihr nur mehr die Flucht. Wer das strenge Regiment der Wollbienen beobachten will, pflanzt ganz einfach Ziest ins Beet oder in einen Topf. Bald darauf ist ein Wollbienenmännchen zur Stelle und beansprucht die Pflanze für sich. Wollbienenweibchen haben keine Dornen am Hinterleib. Das Männchen hat die Artgenossin schnell erspäht. Ob Liebeswerben oder Angriff, das ist bei Wollbienen für den Laien oft schwer zu unterscheiden. Der nächste unerwünschte Besucher, eine Hummel. Manchmal werden gleich mehrere Pflanzen in Besitz genommen. Dieses Männchen bewacht auch einen Wollziest im Nebenbeet. Diese Sandbiene scheint das nicht zu wissen. Und noch ein Eindringling. Die Hinterleibsdornen können Rivalen empfindlich verletzen.
Schließlich hat das Weibchen an ihrem angriffslustigen Verehrer doch Interesse gefunden. Wildbienen, die auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert sind, passen ihren Tagesablauf an die Gewächse an. Die Hosenbiene hat die Wegwarte als Pollenquelle gewählt. Da die Pflanze nur vormittags blüht, muss sich die Biene beeilen. Gerade einmal 4 Stunden hat die Hosenbiene zur Verfügung, um genügend Nektar für die eine Brutzelle zu sammeln, die sie pro Tag fertigstellt. Besonders hilfreich sind die riesigen Haarbürsten an den Hinterbeinen, die viel Pollen aufnehmen können. So muss sie nicht ständig ihre Sammelflüge unterbrechen, um den Pollen zum Nest zu bringen. Ein Hosenbienenmännchen macht Avancen, aber das Weibchen ist längst begattet. Schließlich sammelt es bereits für den Nachwuchs. Zu Mittag fliegt die Hosenbiene das letzte Mal schwer beladen zurück zum Brutstollen. Bis Sonnenuntergang kann sie sich nun der Innenausstattung des Nestes widmen. Gegen Abend sind kaum noch Bienen unterwegs. Sobald die Temperatur sinkt, ziehen sich die Weibchen in ihren Bau zurück. Die Männchen halten sich nachts im Freien auf. Sie beteiligen sich nicht am Nestbau und haben daher auch keinen Zugang. Manche beißen sich an Halmen fest und können so die ganze Nacht verharren. Andere schlafen dicht aneinander gedrängt. Die Bienen fallen in eine Art Starre, bis das Sonnenlicht sie am nächsten Morgen wieder auf Betriebstemperatur bringt. Wildbienen sind Morgenmuffel. Solange noch der Tau in den Wiesen hängt, rühren sie sich nicht vom Fleck. Nur langsam kommt Leben in die kleine Gesellschaft. Im Gegensatz zur Honigbiene haben sie keinen warmen Stock. Sie sind auf die Energie der Sonnenstrahlen angewiesen. Sobald die Temperaturen steigen, wird die Atmung schneller. Die Bienen putzen sich und starten in einen neuen Tag. Bei den Langhornbienen schlüpfen die Männchen einige Tage vor den Weibchen. Sie patrouillieren entlang der Futterstellen auf der Suche nach Partnerinnen. Langhornbienen ernähren sich hauptsächlich vom Nektar verschiedener Schmetterlingsblütler, wie zum Beispiel der Vogelwicke. Im trockenwarmen Lebensraum dieser Bienenart blühen jetzt aber auch Pflanzen auf, die nichts Süßes zu bieten haben. Die Hummelragwurz. Diese Orchideenart ist ganz auf Langhornbienen als Bestäuber angewiesen.
Die Hummelragwurz bietet keine zuckerhaltige Belohnung für die Dienste der Insekten an. Die Lehmwespe erkennt rasch, dass hier nichts zu holen ist. So auch die Pelzbiene. Die Ragwurz ahmt Langhornbienenweibchen nach, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so richtig zu erkennen ist. Die Männchen sehen und riechen jedoch eine weibliche Langhornbiene und erliegen der Versuchung, sich mit ihr zu paaren. Währenddessen berührt der Kopf des Männchens unweigerlich das Pollinarium, wo der Blütenpollen auf Abholung wartet. Gehörnt mit Orchideenpollen nimmt das liebestolle Bienenmännchen Kurs auf die nächste Blüte und bestäubt sie, im Glauben, das nächste Weibchen zu begatten. Sofern nichts dazwischen kommt, wie etwa dieser Bienenfresser. Das Gift der Bienen und Wespen presst der bunte Zugvogel aus den Insekten, bevor er sie verschluckt. Je später der Sommer, desto weniger Wildbienen sind unterwegs, da immer weniger Pflanzen blühen. Es gibt aber auch Arten, die erst im September in Erscheinung treten. Wie viele Wildbienen bevorzugt auch diese einen sonnenbeschienenen Lehm- oder Lösshang für ihr Nest. Weinbauklima ist ideal. Nicht zu trocken und warm. Hier lebt eine Verwandte der Frühlingsseidenbienen. Sie blieb lange unentdeckt. Erst Anfang der 1990er Jahre fiel sie durch ihre besondere Spezialisierung auf. Sie sammelt ausschließlich Pollen des Efeu, der nur im Herbst blüht. Die sogenannte Efeu-Seidenbiene ist die am spätesten fliegende Art in Mitteleuropa. Sie teilt sich die Efeu-Blüten nur mehr mit Wespen und Honigbienen. In unser aller Interesse sollten die Bienen besser geschützt werden. Die Bestäubungsleistung dieser Insekten hat einen enormen Wert für die weltweite Landwirtschaft. Sie wird auf mindestens 200 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Wir haben sie gratis. Ihr tatsächlicher Wert ist jedoch weitaus höher. Bienen sichern den Fortbestand vieler Wildpflanzen, die wiederum Lebensgrundlage unzähliger Tierarten sind. Und sie sind ein wesentliches Fundament unserer Lebensmittelproduktion. Fehlen sie, werden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten knapp oder sind gar nicht mehr verfügbar. Das ist die stille Leistung der wilden Bienen. Ihre Nachkommen überdauern dank kunstvoller Behausungen in Erdlöchern und Baumstämmen den Winter, ohne dass wir uns um sie kümmern müssten. Seit der Zeit der Dinosaurier bestäuben Bienen zuverlässig eine Unzahl von Blüten. Jahr für Jahr. Nur deshalb können die Früchte der Natur auf Bäumen und Feldern in dieser Vielfalt gedeihen und in Fülle genutzt werden. Die Domestizierung der Honigbiene gilt als eine der großen kulturellen Leistungen des Menschen. Die fleißigen Völker geben einen unmittelbaren Eindruck von der schöpferischen Kraft dieser Insekten.
Dabei sind Honig und Wachs nur die kleinen Beigaben.